Jetzt kommt die 11. und letzte Folge mit dem Filmkomponisten Florian Tesloff. Er zeigt dir, wie er in Pro Tools eine Vormischung macht, das heißt, er nimmt seine Filmmusik, Dialog und O-Ton und mischt es vor, dass man schon mal ein Gefühl dafür hat, wie das Ganze im Film klingt. Dieses Mal haben wir nicht die Musik nochmal separat aufgenommen, das heißt, alles, was du hörst, sind unsere Ansteckmikrofone. Du kannst aber wunderbar mitkriegen, mit welchen Tools Florian arbeitet und vor allen Dingen warum. Viel Spaß dabei! Im Grunde genommen auch natürlich total projektabhängig, habe ich aber immer so den Schritt, dass ich, wenn ich in Logic eine Version fertig produziert habe, lass es mal Version 1 sein, dann mache ich immer so Subversion, erstmal Version 1.1, wenn es nur eine kleine Änderung ist und so weiter, wenn es eine große Änderung ist, wird es die nächste Zahl 2. Mhm. Und dann importiere ich die in Pro Tools, wo meine Master Session lebt sozusagen, also der ganze Film mit Submixes von mir, Dialogen, Effektspuren. Da hast du mal ganz schön, guck mal, das sieht jetzt ganz schön viel aus dafür, dass es eigentlich nur ein bisschen sein soll. Also was haben wir jetzt ganz oben? Da haben wir mehrere Dialogspuren. O-Ton. Ja. Darunter ist die Temp-Musik, die im Schnitt angelegt wird, wo manchmal natürlich auch Source-Musiken drin sind, die man behalten muss, die ich nicht ersetze. In dem Fall sogar eine gesonderte Spur mit Source-Musiken. Die sind hier hinten. Das sind, glaube ich, so Radiosachen, die da spielen. Und Effekte. Das ist immer echt stark abhängig von demjenigen, der das den Film cuttet. Also hier sind, glaube ich, Vogelgezwitscher extra drauf, weil das Ganze in so einem Waldambiente spielt. Ja, so ein paar Atmos. Mhm. Was total hilft, finde ich, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu gestalten. Echt, fällt mir jetzt gerade erst auf, dass das total gut ist. Naja, und ich habe hier, dann habe ich hier so meinen Master. Da ist einfach immer nur ein Limiter drauf, wenn ich dann den QuickTime exportiere, damit da nichts klippt. Und darunter ist mein Cubus. Da führen immer, egal wie viele Spuren Musik ich habe, in dem Fall die 4 Spuren, rauf. Es sind jetzt 4 Spuren, aber ich sehe, selbst wenn auf mehreren Spuren was drauf ist, ist nur ein Clip aktiviert. Genau, weil das sind einfach, das war eine Übersichtsfrage, da weiß ich noch, da war ich unterwegs und ich wollte die Übersicht über die Versionen behalten. Und hier habe ich 3 Versionen von einem Cue. Sieht man etwas unterschiedliche Waveformen, aber grundsätzlich das Gleiche von der Struktur her. Und die letzte Version ist dann immer die relevante, sozusagen. Und wenn man jetzt mal das klanglich sieht, irgendwas hier abspielt, Solo natürlich, erstmal ohne jegliches Processing. Harmon Mute, Trompete und so dabei. Also auch unter Dialog ist wahrscheinlich da oben. Genau. Ist dann die Frage, wie bettet sich das am besten ein mit Dialog? Also nicht nur von der Lautstärke her, sondern auch von der klanglichen Bearbeitung. Und ich habe in dem Fall, muss ich auch mal anmachen, das Ganze so ein bisschen breiter gemacht, was von der Korrelation her wahrscheinlich ein bisschen problematisch wäre, wenn man das nur für sich stehen hätte, aber da man den Dialog in der Mitte hat, fand ich, konnte man das machen. Ich habe hier diesen Digital Version 3 von Plugin Alliance genommen, um so ein bisschen Smiley Face mäßig was zu machen und ein bisschen Monomaker anzuschmeißen. Der macht nicht viel. Dann ein ganz bisschen Kompression und Level von dem Capital Mastering Compressor, den ich echt toll finde. Von Universal Audio, den kenne ich in der Tat noch gar nicht. Genau, der ist auch relativ neu, das ist diese native Spark Bundle. Ah, ja. Und das ist halt total vielseitig und echt ein tolles Ding. Ein bisschen mit Side EQ, um es ein bisschen breiter zu machen. Also macht nur ein ganz bisschen auf. Der Dangerous Music Bugs EQ. Der Bugs EQ, okay. Ja, Bugs Handle.
EQ, den kann man in Stereo oder mit Side Mode laufen lassen und ein bisschen andere Low Cuts gesetzt und ein bisschen andere Output Gains. Ich glaube, den hatte ich gar nicht an, aber das ist auch ein geiler Mastering Kompressor. Den hatte ich, glaube ich, tatsächlich nicht an. Den machen wir wieder weg. Und in dem Fall, um es ein bisschen kompakt zu machen, Ozone 11, das berühmte Preset, genau 10, glaube ich noch. Bisschen Präsenz EQ, ganz bisschen, also wirklich homöopathisch nur für mich, so ein bisschen, dass dann ja ein bisschen was passiert. Und so ein einfach, da passiert auch nicht viel. Modern Version von dem Limiter. Der Maximizer. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt ein Preset ist, aber du hast es ja noch modifiziert ein bisschen, ne? Ja, also hörst, wenn du den hörst, ohne es, wirklich ein ganz, ganz bisschen und auch den Limiter so eingestellt, dass da eigentlich gar nicht passiert. Hat zur Folge, hier unten sieht man zum Beispiel einen Print davon, dass das Ganze dynamisch ein bisschen kompakter ist, was jetzt für die finale Filmmischung mal für mich gar nicht so ausschlaggebend ist, aber für diese Demo-Quicktimes, die man verschickt, also das, was die Auftraggeber im Endeffekt auf dem iPhone, iPad oder Kopfhörer hören, bin ich davon überzeugt, dass es gut ist, wenn die dynamische Bandbreite so ein bisschen eingeschränkt ist, damit die leisen Sachen gut rüberkommen und die lauten einem nicht so um die Ohren fliegen. Und das ist dann so mein technischer Schritt, bevor ich Bounce to QuickTime mache und das über Streaming-Service oder wie auch immer den Kunden dann zur Verfügung stelle. Das heißt, dieses Processing, das ist jetzt nur für dich zur Abnahme, aber das geht nachher nicht raus, denn du schickst dann nachher die Stems raus zum Mischturmmeister. Genau. Auch hier muss man sagen, Stems, finde ich, muss man ein bisschen mit Vorsicht behandeln, weil also es gibt zwei Punkte. Erstens, da hängt die deutsche Filmwirtschaft echt hinterher. In keinem Filmmusikvertrag, den ich vorgelegt bekomme, wird je klar definiert, was man eigentlich anliefern soll. Stems und oder Stereo, whatever. Im Endeffekt muss man immer mit dem Tonmeister oder Tonmeisterin sprechen, wie der Workflow am besten ist. Und aus meiner Erfahrung im Fernsehbereich sind viele echt froh mit einer guten Stereomischung, die nicht tot ist, dynamisch. Und wenn es irgendwo Probleme gäbe, könnte man dann, ich weiß nicht, wie du das am liebsten handhabst, aber gerne Stems hinterher liefern. Ja, ich auch. Also wenn ich selber abliefere, dann, also die Filmmusik, dann, ich habe das eigentlich schon gut vorbereitet, aber ich weiß ja doch nicht, wie der andere es haben möchte. Und wenn ich selber mischen soll, lustigerweise sitze ich auf beiden Stühlen oder auf beiden Seiten, dann ist das manchmal so, dass ich Stems kriege und manchmal sage ich, ich hätte gerne noch mehr. Ah, okay, gut. Sag ich, jetzt habe ich ein Stem mit Synths. Aber ich hätte einfach noch mal gerne, dass ich sage, ich habe jetzt die tiefen Synths und die hohen. Oder wenn ich Drones drin habe und Atmosphären. Ich sage, jetzt haben wir aber die Drones und jetzt haben wir noch ein paar perkussive Sounds, so Synth-Ups. Da ich sage, ich würde gerne die Drones noch ein bisschen verteilen im Panorama 5.1 und die Synths, die Pulses nicht. Und die Pulses würde ich gerne noch ein bisschen EQ, noch ein bisschen Distortion reinmachen. Ja, aber das ist natürlich, also ich finde die logische Aufteilung von Stems ist völlig wichtig. Vor allen Dingen bei Percussion auch, finde ich, und so. Und das müsste schon so aufgeteilt sein, dass das irgendwie Sinn macht, vor allen Dingen zwischen kurzen und langen Sounds und so, ne? Und im Übrigen, ich finde, wenn du, also ich bin jetzt hier von der Stereomischung ausgegangen, wenn du Surround mischst, sind Stems natürlich echt wichtig, wenn die Musik in Stereo produziert ist, weil es einfach wesentlich mehr Freiraum gibt. Da ist ja auch, wenn in 5.1 gemischt wird, oft, nicht immer, aber oft dann noch ein bisschen mehr Zeit als bei CV-Geschichten. Was vielleicht einigen noch unter den Nägeln brennt, die Frage, warum benutzt du jetzt dafür Pro Tools und nicht Logic? Zwei Punkte. Der eine ist ein esoterischer Gewohnheitsgrund. Für mich sind das zwei getrennte Arbeitsschritte. Ich habe mir das irgendwann mal so angewohnt und habe durch meine Zusammenarbeit mit verschiedensten anderen Teams und Leuten Pro Tools immer extremst zu schätzen gewusst und finde es eine super übersichtliche, sinnmachende Plattform, was bei Logic manchmal echt einfach abhanden kommt. Das ist das Erste. Und das Zweite, sehr, 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 sehr Wichtige ist, Pro Tools, die volle Version, kann halt beliebig viel QuickTime Files in einer Session verwalten. Du kannst eine Master Session für 6 Folgen Serie aneinander packen. Du kannst QuickTime schneiden,
Du kannst mehrere Versionen Video untereinander haben und das anmachen, was du willst, ohne externe Software laufen zu haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn es eine gewisse Komplexität erreicht und man tatsächlich nicht nur Files verschickt, sondern Pro Tools Sessions, ist es in 95% der Fälle der Fall, dass ich eine Pro Tools Session verschicken kann. Stimmt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das so ein Service-Gedanke ist, aber es ist eher so ein Team-Gedanke, dass man sagt, okay, also bei Bonn war das zum Beispiel so, dass ich, wir haben ja die diskrete Musikmischung gemacht in Stereo und Surround und hatten in beiden Formaten Stems vorliegen. Und ich habe den Kollegen aus Köln bei Torus halt auch schon in den Stems einige Automationsdaten schon in Pro Tools reingeschrieben, weil ich wusste, dass es diese Push hier und da brauchte. Ja. Und die konnten das halt 1:1 übernehmen. Ah, ach lustig, das ist bei der Torus GmbH gemischt worden? Ja, Christoph Hund hat das gemischt. Ah, wusste ich gar nicht. Ja. Ist ja direkt bei mir um die Ecke. Ja, finde ich, die mag ich total gerne. Also fachlich wie menschlich. Ja. Tolle Leute. Ich fand das auch klasse, weil ich von denen die Story kenne, dass die ja vom Set-Ton kommen und dann gesagt haben, wir wollen jetzt auch die Post-Production machen. Mm-hmm. Wie man ja viel, ne? Also der Standort Köln-NRW ist dann natürlich auch echt toll. Richtig gut. Die haben auch alles gemacht. Die haben auch die ganzen ADRs gemacht und so. Naja, auf jeden Fall. Und mit dem hatte ich einen super Austausch. Und auch, was für mich immer ein totales Nadelöhr bei Serienproduktion ist, ist die Gestaltung der Recaps. Mhm. Also, na, was meistens ist ja so, dass vor Folge 2 zusammengefasst wird, was in Folge 1 passiert ist, was manchmal. Nur, da sind weder genormte Längen, noch kümmert sich jemand da zeitig drum. Und es war bis jetzt immer so, dass diese Recaps auf letzte Rille gemacht werden mussten. Und die Main-Title-Sequenzen sind auch immer ganz spät drin. Mhm. Und diese kleinen Nuancen, an die man sich dann gewöhnt, wenn man die reinschreiben kann in Pro Tools und dann einfach die Session verschickt und das aber offen bleibt, das finde ich irgendwie gut. Vom Workflow her. Also, ich bin Fan von Pro Tools. Geil. Ich würde auch da drin schreiben. Ich kenne sehr nette, berühmte Kollegen, die da drin schreiben und sehr glücklich sind. Mhm. Aber du hast jetzt natürlich deinen Workflow mit allen möglichen in Logic und hast auch da die Vorteile für dich dann. Ja, aber eine Vereinfachung oder eine absichtliche Reduzierung von Optionen und Möglichkeiten im Hinblick auch, dass die Übersicht davon profitiert. Mhm. Bin ich dabei. Also ich finde das gut, sich so zu verknappen, auch was die Benutzung von verschiedenen Plugins angeht. Ja, ja. Also diese 8000 Plugins, die man hat, das ist ja völliger Irrsinn. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel nicht von Plugin Alliance oder überhaupt irgendeinem Hersteller diese Pakete haben möchte. Ja, du bist super. Ich will seit 5 Jahren, will ich jeden November mir die wichtigen Sachen einfach mal einmal kaufen. Und ich habe auch schon einige, aber ich weiß nicht mehr, welche ich habe. Ich weiß nicht, welche ich noch brauche. Das ist noch viel schlimmer. Ja. Und ich werde ganz bestimmt nicht ein so ein Plugin für 300 Euro mal kaufen. So. Und deshalb bin ich leider noch den Subscription-Bundles verfallen. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Da bin ich schwer dran. Weil ich dann irgendwann sehe, okay, man hat so einen Wuchs an Plugins und weiß gar nicht mehr, was sucht man. Und dann bin ich dann doch bei den üblichen Verdächtigen und sage, naja, dann kaufe ich es doch lieber und rufe mich da ein. Das ist doch der Wahnsinn. Das braucht doch kein Mensch. Nee, so, es ploppt das da auf. Das braucht doch kein Mensch. Gut, bei UAD muss man fairerweise sagen, die kann man auch wegklicken, die man nicht hat. Bin ich einfach zu faul zu. Aber also Plugin Alliance, davon brauche ich 12. Was heißt brauchen? Finde ich gut. Ja. Wollen. Kenne ich 12. Ja. Keine Ahnung. Wenn man das so drauf guckt. Waves, ach so. Bei Waves muss ich wenigstens sagen, da bin ich sehr stolz. Ich meine, die benutzt man halt schon so lange, dass einem die alle gehören. Und man da nie eine Subscription gehabt hat. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, muss ich dringend was ändern. Ich wollte dich jetzt zu nichts verführen. Nein, das Schlimme ist, das ist ja genauso wie mit, was hatte ich jetzt gerade? Ich habe vor 2 Jahren mal Online-AI-Mastering ausgecheckt. Mhm. Und auch wenn das nicht super, super, super gut ist, aber ein geiler erster Schritt war Lander. Ja. Und da habe ich mir mal so eine Subscription geholt, weil ich dachte, cool, dieses Jahr alle Demos, alle Pre-Masters, die mache ich über Lander, lädst da rein, ist alles super. 2-mal jetzt schon vergessen, das Ding zu canceln und es kostet halt einfach richtig Asche.
Hast du schon gecancelt? Nö. Dann, wenn wir gleich fertig sind, erinnere ich dich dran, dann schreiben wir es bei dir in den Kalender rein. Ja, ja, ich muss das unbedingt machen. Und aber was wirklich übel ist, sind die Plattformen, mit denen man die Videolinks verschickt, so Frame.io oder Vimeo oder sowas. Ja. Braucht man? Aber braucht man die wirklich? Oder sagt man sich, man spart das Geld und verschickt wie jeder andere über WeTransfer Videolinks? I don't know. Was ich ja schön finde bei WeTransfer, ich weiß wirklich, ob die andere Person es runtergeladen hat. Noch viel besser als Dropbox. Ja, Dropbox ist völlig unübersichtlich, was das angeht, finde ich. Also nicht. Und da muss ich woanders rein. Ich muss gestehen, ich habe eine Dropbox, aber diesen unbezahlten Account. Mhm. Ich habe irgendwie hingekriegt, dass ich glaube, ich bin jetzt über 2 GB mit irgendwelchen, ich weiß nicht, mit anderen Accounts eingeloggt, whatever. Man weiß es halt nicht. Man weiß nicht, wo was ist und es ist auch Kompatibilitätsissues noch und nöcher übrigens, ne, zwischen verschiedenen OS, also welche ätzend, ja. Und deswegen, wenn es gab dann oft so Leute, die gesagt haben, ich brauche das jetzt ganz, ganz dringend, mach mal. Und dann ist man sowieso schon im Stress und denkt sich, na gut, dann verschicke ich das. Und dann sehe ich, 4 Tage später ist das immer noch nicht runtergeladen. Und da macht man sich auch irgendwann Sorgen, ne? Weil, das ist doch der Gradmesser. Also wenn du was losschickst, da guckt man da oft, wurde das schon gesehen. Also bei Frame.io, das benutze ich immer, kann man sehen, wurde es gesehen, wurde es downgeloadet und so weiter und so fort. Man braucht es schon, aber bezahlen tut es halt einem keiner. Genau. So. Nicht direkt, muss halt irgendwie so eine Cross-Finanzierung, Cross-Kalkulation sein. Aber ich glaube, das ist ein Thema für eine Folge 3 und 4. Also was ich eingangs gesagt hatte, diese Entwertung des Herstellungsprozesses bezieht sich ja auch darauf, was die Herstellungskosten in den Softfaktoren bedeutet. Geld einsparen durch weniger Drehtage ist ja eine Sache, aber es müssen Honorare inflationsangeglichen werden, es müssen Stromkosten honoriert werden und da sehe ich ein großes Versäumnis in der deutschen Filmindustrie, dass das so von oben nach unten weitergegeben wird und mittlerweile das so akzeptiert ist, dass halt einfach, wie gesagt, der Prozess des Musikproduzierens als entwertet dargestellt wird. Ja. Weil auch viele und einfache Dinge sehr flashy gemacht werden können. Also aufs erste Hören kann man super viel Eindruck schinden im Verhältnis zu vor 20 Jahren, würde ich sagen. Das stimmt. So, und das ist nicht unkomplex, aber das können wir in der nächsten Folge besprechen. Gerne. Meinst du? Ja. Gut. Erstmal tausend Dank für die Stunden, die du dir genommen hast, für die Einblicke, die du mir und den Zuschauern, super gerne, Zuhörern gegeben hast. Auch in die Arbeitsweisen, Konzeptweisen, aber auch nochmal generell, wie bei dir das Arbeitsleben so abläuft, finde ich super, super spannend. Ich fand super, dass du hergekommen bist und man mal wirklich direkt im Austausch sein kann. Zoom in Ehren. Ja. Aber das hilft schon viel und ist natürlich auch eine ganz andere Art, über Dinge zu sprechen, als wenn man sich auf dem Bildschirm anschaut, finde ich. Und außerdem gehört ja zum unserem Berufsalltag mehr als nur über das Machen zu sprechen, sondern auch das Ganze drumherum mal anzuschauen, ne? Wie arbeitet wer? Mhm. Was sind die Vor- und Nachteile von so einem Setup, was ich hier mache mit den anderen Jungs? Mhm. Und die gibt's auch, die Nachteile, aber gibt auch viele Vorteile. Ihr habt ja auch eine super schöne Umgebung mit mehreren Leuten, man ist nicht alleine, das finde ich genauso schön. Mein Traum war es auch, im Komplex mit anderen Leuten zu sein, was jetzt erst seit 1,5 Jahren der Fall ist. Ihr habt hier mehrere Komponisten in teilweise verschiedenen Bereichen. Ja. Super schöne Location in Hamburg. Ja. Ich komme gern wieder. Das sollst du tun.